Hallo, mein Name ist Pandoria und ich bin total seriös und deswegen spielen wir jetzt weiter. Einfach weil wir auch immer sehr seriöse Spiele spielen, wie zum Beispiel Lex Mortis jetzt in der zweiten Episode. Ach, ich wollte schon immer mal so eine Horrorfolge anfangen. Weil, Dingens, ne, die Sache ist ja, ja, so, die Sache ist ja, dass ich immer in einen durch aufnehme. Und jetzt aber muss ich in der letzten Aufnahme pipi, musste deswegen die Aufnahmen unterbrechen und hatte eh schon genug für die erste Folge. Und deswegen habe ich jetzt wieder so eine schöne Begrüßung am Anfang. Ich sollte mal mehr Endscreens machen, glaube ich. So, was haben wir denn hier? Hier ist ja so der Flur, ne? Und ich habe einen Schlüssel gefunden. Ich habe zwei Schlüssel gefunden. Und wir spielen es lustig durch. Wieso muss ich gerade am PT denken? Was soll der Quatsch? Lass das sein, bitte. Ah, dann haben wir den anderen Schlüssel wahrscheinlich schon benutzt. Ja, Helligkeit, Tageslicht, dreckige Linse. Next Morty divides in the main part. You don't need to pass the main story as quickly as possible. There's always a big island for the... Okay, quasi wie so eine Art Nebenquest. There is something not right. I haven't met any people at all. And these creatures I've seen at night. The only place I can find any help is the Birdwood Lighthouse. And it's located not far from my boat. I need to get there quickly. Ah, wir können ja jetzt auch nochmal. Wir waren. Na komm, wir gehen wieder. Wir gehen raus. Weil ich bin mir nicht sicher, ob es einen automatischen Tag- und Nachtzyklus oder ob das irgendwie von der Story abhängig ist. Deswegen versuche ich mich natürlich doch ein bisschen zu beeilen. Wenn wir ein bisschen in der Story fortgeschritten sind, können wir ja immer noch hier die Insel absuchen. Wir sollen zum Leuchtturm gehen. Aber was haben wir genau im Arbeitszimmer des Vaters gefunden? Und das war ja gerade ein Alien und eine Raumstation. Oh Gott, ich weiß es gar nicht. Ich habe sowas auch ungefähr im Trailer gesehen und ich weiß gar nicht, ob das jetzt richtig ist. Oh Gott, das ist einfach peinlich, wenn das nicht so ist. Aber für mich sah es aus wie ein Alien und eine Raumstation. So, da sind wir. Sehr schön. Lighthouse. Okay, es soll einfach nur da geradeaus wahrscheinlich. Ich werde es wohl schon sehen. Ach, tut das gerade gut. Ah, ich mag das. Ich mag das sehr in Horrorspielen, wenn es dann so Parts gibt, wo du weißt, es kann nicht wirklich viel passieren. Es ist hell, es ist freundlich und du kannst dich halt ein bisschen ausruhen dann. Das ist echt schön. Ich werde einmal speichern. Und auch, ne, wenn ich mir nochmal, wenn ich halt so an so ein bisschen an so Kritiken denke, an Steam-Kritiken, wenn viele sagen irgendwie, ja, was finden das alle so geil, auch mit der Grafik und so, ist doch nur Baukasten. Ich möchte nochmal wiederholen, ja, dann macht es doch selber. Das ist nicht nur Baukasten hier. Das kann sein, dass die ganzen Sachen hier, da, eine Pflanze, setze ich da hin und so. Trotzdem muss man das ganze Ding mit der Story und allem drum und dran hier ja machen. Und ich muss sagen, ich finde die Synchro auch richtig gut. Warum spielt das denn keiner? Hühner. There are chicken. Aber bitte jetzt nicht wieder so schnell dunkel werden. Bitte nicht die Pineview Drive Krankheit haben. Das ist echt mies. Boah, krass. Was ist denn hier passiert? Sag mal, das hier, das, wo ist denn das Lighthouse? Laufe ich gerade falsch? Und vor allem, wie laufe ich? Bin ich ein Zombie? Ich guck noch mal kurz. Ich bin eigentlich... Ah, ne. Ich muss nach... Da. Hep. Guck mal, wie der die Hände hält. Okay.
über die Ratten. Wie witzig. Mir wird hiervon, jetzt gerade auch von den hin und her wabbeln, ich muss das reguläre Spiel immer ausschalten, davon wird mir gerade nicht schlecht. Ganz komisch immer, ganz komisch. Ich meine, ist das das Lighthouse? Das sieht mir aus wie eins. Das ist auch noch nicht gruselig. Ich habe aber mit so Lighthouses keine guten Erfahrungen, was so Silent Hill 1 betrifft. Hä? Das ist es doch nicht. Das sah mir jetzt wirklich wie eins aus. Oh, Leute. Stimmt, ich war... Entschuldigung, mein Fehler. Aber es ist doch nicht eins, oder? Einfach nur ein hoher Turm. Lighthouse müsste auch woanders stehen, das ist mir schon klar, aber trotzdem dachte ich jetzt, das wäre eins. Gut, weiter geht's. Da juckt mir glatt die Nase. Da muss ich kratzen. Damit immer die Nase juckt, wenn ich aufnehme. In den Kommentaren stand, weil man dann konzentriert ist und da irgendwie irgendwas mit Blutdruck und so und dass das dann passieren kann, das passiert schon wieder, dass das, ich popel nicht, in der Nase schießt. Ist da gerade ein Raumschiff an mir vorbeigeflogen oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Ich meine, ihr habt es doch auch gesehen. Ist da jetzt gerade ein Raumschiff an mir vorbeigeflogen oder habe ich mir das jetzt eingebildet? Was? Was ist hier los? Was spiele ich denn hier? Was soll das? Wo fliegen hier ein Raumschiff rum? Ist da nicht ein Horrorspiel? Also doch mit Aliens. Wer? Da fällt sie dir ja nicht. Finde ich ja immer, ich weiß, natürlich wegen das nicht an, auf Äußerlichkeiten und die sind, können ja so, so komplett anders als wir sind. Trotzdem denke ich mal, wenn das so Viecher sind, die so und dann solche Raumschiffe bauen, dann denke ich mal, ja, das ist natürlich, das kann ich mir gar nicht vorstellen. Explore the beacon, the bacon. Wow. Ich liebe diese kleinen Partikel. Ich habe alles, soweit es geht. Ich habe es, glaube ich, mit zwei Sachen nicht übertrieben. Die habe ich auf High gelassen. Aber sonst alles auf Ultra gestellt. Und es läuft hier auch super flüssig. Und ich hoffe, für euch ist es auch so in Ordnung. Ich hoffe, für euch läuft das auch flüssig in der Aufnahme dann nachher. Dieser Leuchtturm wurde erbaut 1923. Irgendjemand hat das Licht oben vor einer Woche ausgeschaltet. Keine Einwohner. Irgendjemand von den Besuchern. Irgendjemand von den Besuchern hat das Licht oben ausgeschaltet. Vielleicht finden wir ja noch so einen Alienarm. Ja, auch zu jucken jetzt. Ist reich. Ein Buch. Und alles hier glänzt. Alles hier glänzt. Aber ich finde es schön. What? It can't be empty. I need to get back to the boat and get the help from the mainland. Ich weiß nicht. Das wird wahrscheinlich nicht. Was? Ja, und das werden wir auch hundertprozentig jetzt schaffen. Natürlich, das wird auch hundertprozentig so sein. Wir gehen mal wieder zurück, ne? Dann erzählen wir, was hier passiert ist und dann kommen wir nochmal mit Hilfe zurück am besten. Die Medien, die können wir ja auch nochmal Bescheid sagen. Machen wir es so. Genau so. Weißt du, du findest die ganze Zeit Notizen, dass die Leute hier nicht entkommen. Dann kannst du auch nicht rüberkrabbeln. Naja. Aber das ist halt immer in Spielen so, das ist natürlich so normal. Brauchten halt jetzt irgendeinen Grund, um nochmal zurück zum Boot zu kommen. Na, irgendwelche Alien-Spaceships hier wieder? Escape from the Island. Oh, Story zu Ende. Ich möchte nochmal schauen, ob ich von hier aus vielleicht irgendwie rüberkomme.
Akku. Die Glühwürmchen, das ist schön. Schön, wie das alles noch hell ist. Genießen wir das. Lassen wir es einfach auf uns wirken. Denn ich habe die leise Befürchtung, dass das gleich ganz schnell vorbei sein kann. Die Sonne geht so langsam unter. Aber das gehört gerade definitiv zur Story. Mir gefällt das Spiel gerade verdammt gut, muss ich sagen. Ich hoffe, euch auch natürlich. Und nochmal danke fürs Zuschauen. Die Musik lässt mich gerade sehr sentimental werden. Kein Jumpscare, bitte. Ich möchte das bitte genießen. Oculus Rift, bitte. Ah, ich habe Oculus Rift, aber leider wird mir davon... Leider muss ich davon... Es ist furchtbar. Aber egal. Wir können es auch so genießen. Das Licht wird langsam kühler. Wir nehmen eine kleine Abkürzung. Da flog gerade ein Raumschiff. Oder ein Shuttle. Ich möchte bitte nochmal betonen, dass da gerade wirklich ein Shuttle flog. Da, wo wir jetzt hingehen, übrigens... Flug, ein Shuttle. Ratten, die verschwinden. Auch das scheint hier so üblich zu sein. Und wir sind gleich da. Ach komm, Leute. Komm. Wir sind doch nicht doof. Ich hab Angst. Was passiert eigentlich, wenn ich hier stehen bleibe? Ah, schön. Wollt ihr, dass ich noch ein bisschen hier stehen bleibe, bevor es jetzt gleich losgeht wieder? Da kriege ich ja echt Herzstechen ein bisschen. Ein ganz seltsames Horrorspiel, das viele nicht weitergespielt haben. Warum? Vielleicht können sie es gar nicht weiterspielen, weil sie nicht mehr leben. Oh, jetzt kriege ich wirklich Herzstechen. Ich sollte aufhören, so einen Quatsch zu erzählen. Okay, Leute. Wir haben es gleich geschafft. Hihi. Hier war vor kurzem noch jemand. Aber ich glaube nicht, dass Aliens hier Feuer machen. Okay, so. Boah, ich dachte gerade, da steht jemand am Steg. Ich drehe durch. Ich werde verrückt hier. Ich werde so verrückt. Oh, scheiße. Moment, das war falsch. Oh, da knurrt gerade mein Magen ganz laut. Special Feature immer. Nein! Scheiße. Ich habe kein Problem damit. Ich gehe einfach da vorne irgendwie hin. Das klappt schon. Achso, ich dachte schon. Ich habe die Distanz hier nämlich nicht allzu hoch geschraubt. Hätte ich wohl machen sollen, weil das läuft ja, wie gesagt, eigentlich relativ flüssig. Manchmal fliegen im Dinge. Das ist so. Manchmal fliegen im Dinge. Jetzt habe ich ein Problem, ne? Ja, ich habe ja gespeichert. Ich kann es ja wieder laden. Ich kann da rechts, glaube ich, hochgehen. Versuchen wir es mal. Nee, kann ich nicht. Dann einfach hier geradeaus durch. Kein Problem, wir schaffen das schon irgendwie. Ich hüpfe einfach. Ich hüpfe ganz viel. Nein, das klappt nicht. Ah, das ist mies. Entschuldigung. Ah, da kann ich hin. Aber auch sowas kann mal passieren, ne? Aber guck mal, wir sind nicht durch die nicht durch den Boden gebackt oder irgendwie sowas. Alles schon erlebt. Hey, komm, jetzt ist aber mal gut hier. Ich sehe da vorne eine Straße, ich kann da hoch. Ja, gut.
Eine Straße. So sieht eine Straße aus. Was ist das? Hier ist auf einmal scheint auch wieder die Sonne. Ach so. Okay. Diese Wetterunterschiede hier von Spot zu Spot. Aber egal. Egal. Ich will mich hier überhaupt nichts beschweren. Ein Motorradhelm. Haben wir hier irgendwie noch eine Leiche oder so? Nein, die sind einfach verschwunden. Alle. Ein neuer Versuch. Ich bin gerade am Überlegen, ob ich hier einmal so rum muss, aber das ist doch hier völlig falsch, oder? Nicht. Mache ich jetzt wieder den Fehler? Warte. Ah, gut. Ich bin gerade gespannt, was jetzt so passiert. Bevor was passiert, speichere ich nochmal. Aber ich muss nur mal sagen, sehr schönes Spiel. Vom Optischen ist es sehr schön. Sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ja, ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt ein Boot und sind mal kurz weg. Ich bin sofort wieder da. Warte mit den Aliens auf mich. Ich hole mal kurz die Presse und so. Und dann hier YouTube. Fuck. I've lost most of the fuel to get here. And I can't just row 30 kilometers on this powerboat. I'll probably be able to find some fuel at the old factory. I hope it wasn't demolished. Wir müssen also in eine alte Fabrik und glaub mir, wenn du wüsstest, was hier... Oder ne, wenn ich... Ey, der hat das doch alles gesehen gerade und der hat das doch auch gelesen. Das heißt, ich würde schwimmen, was das Zeug hält. Bau dir ein Boot aus Kartons, keine Ahnung, aus so einem Fass. Okay, warte. Find some fuel. Da müssen wir einfach nur geradeaus. Super. In die alte Fabrik. Hey, das klingt immer besonders einladend. Wer findet sowas nicht gut? Muss ich gerade überlegen. Wahrscheinlich hier wieder um die Ecke. Und dann geradeaus. Ich frage mich gerade, ob er irgendwann außer Atem ist. Aliens, die das Dorf hier irgendwie... ausgerottet haben oder ausgelöscht haben und alle Tiere. Ein bisschen traurig so wegen dem Vater, so dass ich hätte mir hier doch noch ein bisschen Emotion gewünscht, muss ich ehrlich sagen. Und ich meckere gerade wirklich auf sehr hohem Niveau, das weiß ich. Oder vielleicht ganz ohne Synchro, damit man sich das irgendwie vorstellen kann, dass er halt traurig ist wegen seinem Vater und denkt, oh Gott, Vater, wo bist du nur? Wo sind die Dorfbewohner? Ich habe Angst oder sowas bei, ich weiß, ich rede gerade sehr viel. Aber ein bisschen müssen wir auch die Zeit überbrücken jetzt. Bei Daylight fand ich die Synchro nämlich eigentlich, die fanden viele schlecht, ich fand die richtig gut. Weil wenn sie Angst hatte oder so komisch, hat sich das wirklich so angehört wie bei einem echten normalen Menschen. Also nicht geschauspielert, sondern ganz echt. Uah, Gott, ich mache mir selber Angst. Die Ratten, die Hühnergeräusche machen, oder was? Ich habe ja nicht ein einziges Huhn gesehen. Okay, da vorne hin. La 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 la. Scheiße. Mir geht ja doch gerade ein bisschen der Arsch, muss ich sagen. Schon wieder viel zu schön hier. Und jetzt sehe ich das schon wieder so dunkel und so fies. Ich weiß, dass wir nicht alleine sind. Ich habe ein Raumschiff gesehen. Ich schwöre, ich habe eins gesehen. Nicht hier wie bei Ethan Carter. Ich schwöre, ich habe eins gesehen. Boah, aber ich muss sagen, schon geil hier zu wohnen. Ich speichere nochmal.
ich gut, dass man einfach so die ganze Zeit speichern kann. Finde ich echt gut. Ich wünschte mir jetzt noch einen Speicherplatz, einen zusätzlichen, aber meckern auf hohem Niveau. Da war ich mal zu Hause. Da sind gerade sehr seltsame Dinge passiert. Da ist die Fabrik. Und da ist ein langer Weg. Ich möchte gerade in die Fabrik. Ja, wir gehen. Speichern. Ich möchte speichern. Und nur mal gucken. Ich möchte nur mal ganz kurz gucken. Achso, da geht es dann da nach oben. Ach. Wie groß ist das denn hier? Eine alte Fabrik, die natürlich nur oben Fenster hat. Ja. Das ist sehr einladend. Oh, ja, ich freue mich schon. Party. Ich will da unbedingt rein. Oh je. Find some fuel, ja. Hier ist überall. Überall. Das sieht hier alles nach alles Treibstoff hier. Wow. Boah. Hey, lass mich doch noch weniger sehen. Ich sehe viel zu viel. Ich sehe einfach viel zu viel. Sieht verbrannt aus. Und überall dieses Zeug, überall. Aber trotzdem sauber. Also falls Aliens hier die Stadt übernommen haben. Hygiene verstehen sie. Okay, keine Panik, keine Panik. Es passiert gar nichts. Es passiert rein gar nichts. Ich komme hier durch. Es ist scheiße dunkel hier. Ich muss warten. Nein, es wird hier nicht heller. Okay, warte. Halt. Kann ich von da aus vielleicht da hoch? Soll ich das eventuell machen, Spiel? Hep. Uah. Da konnte man noch hoch, oder? Hep. Also ich sehe einfach viel zu viel. Da möchte ich mich ja fast sogar schon beschweren. So, jetzt bin ich hier oben irgendwo. Und da ist nämlich eine Treppe. Was? Hä? Du Scheiße, ich muss hier runter. Also eine Taschenlampe oder so wäre echt genial, weil ich sehe nichts. Spiel, bitte. Also bei aller Liebe. Aber das ist wirklich scheiße. Anscheinend ist hier gerade nichts. So oder so. Und wir gehen hier nochmal hoch. Hier immer. Okay, wir gucken dann mal von hier oben. Hier sehe ich auf jeden Fall ein bisschen mehr. Da kann man hoch. Hier ist ein Lüftungsschacht, aber da kann ich nicht rein. Und da vorne, hier neben den Toiletten, da wo ich in die Tür reingegangen bin, da war aber auch noch nicht. Ich gucke mal, ob ich unten irgendwas mit dem Stromkasten auch machen kann. Guck mal, jetzt ist es schon wieder blöd, weil jetzt gleich ist es wieder dunkel. Da war ich noch nicht. Ah. Hallo? Es ist so dunkel hier, das ist scheiße. Ich sehe doch gar nichts. Oh, jetzt such mal hier einen Schlüssel. Boah, okay. Oh Gott. Erschreck mich doch bitte nicht so. Okay, da kann ich hoch.
Gut, bevor ich jetzt überhaupt hier irgendwas mache, gehe ich ins Licht und werde einmal speichern. Wieso? Steht da jemand? What the hell is this thing? Was? Was? Was ist das? Oh! Warte, noch nichts machen, bitte. Noch nichts machen, bitte. Schlechtester Speicherpunkt ever! Oh, Gott sei Dank. Boah, krass, Gott sei Dank. Oh Gott. Oh Gott. Okay, Leute. Folgendes, die Folge ist ja eh zu Ende. Ich glaube, ich mache einfach so einzelne Folgen, keine Ahnung. Die Folge ist jetzt eh zu Ende. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Ich habe heute so viel aufgenommen, ich bin jetzt echt müde. Zu müde, um das zu spielen, weil ich mich einfach zu sehr erschrecke gerade. Ich hoffe, es gefällt euch und wir werden noch weitere Folgen sehen und bin gespannt, was da noch so kommt. Ich werde auf jeden Fall aber neben der Main Story auch das Dorf weiter erforschen. Da habe ich richtig Bock drauf. Richtig Bock. Ich liebe sowas. Okay, Dankeschön fürs Zuschauen. Bye, bye.